Hallo zu Vegan Kochen mit Timo hier aus der Lidl-Küche. Wie ihr wisst, liebe ich es, Omas Klassiker zu veganisieren. Und diese Kohlrouladen heute sind der beste Beweis, dass deftig und vegan super miteinander funktioniert. First step, wir brauchen einen Apfel und den schneide ich immer so Tic-Tac-Toe-mäßig ein. Ja. Und kann dann einfach das Kerngehäuse einigermaßen rausziehen und hier vielleicht noch ein bisschen nachjustieren, wenn ich doch ein bisschen unsauber gearbeitet habe. Apfel würfeln. Dann brauchen wir Räuchertofu. Der wird auch gewürfelt. Zwiebelchen schneiden. Für unsere Füllung brauchen wir natürlich Brezel. Wir brauchen für die Kohlrouladen natürlich schönen Weißkohl. Da brauchen wir schöne Blätter und das wird blanchiert. Und dann können wir hier die schönen Blätter abziehen. Dann Öl in eine Pfanne erhitzen. Apfel, Räuchertofu und Zwiebel anbraten. Der Mix ist fertig gebraten, kommt jetzt in eine Schüssel. Brezeln kommen auch dazu. Apfelmus und dann Haferdrink dazugeben. Wenn jetzt alles drin ist, zu einer groben Knödelmasse verkneten. Mit Salz abschmecken. Weißkohl ist für mich der absolute Star im Gemüsefach. Es hat ja auch Gründe gehabt, warum die Seefahrer immer Sauerkraut an Bord hatten. A, total viel Vitamin C, Ballaststoffe und das Antioxidant Sulforaphan. Dieses Antioxidant kommt übrigens auch in Brokkoli und anderen Kohlsorten vor und ist dafür bekannt, dass es die DNA unserer Zellen schützt. Und weil der Weißkohl so besonders ist, machen wir damit auch weiter und schneiden die Mittelrippe raus. Und jetzt können wir die Kohlrouladen füllen. Dann ein bisschen zurechtformen. Hier Seiten einschlagen. Und dann von unten her einrollen mit leichtem Druck. Seiten immer wieder mit reinstopfen. Und dann zack, haben wir hier wunderschöne Kohlrouladen. Safety first, auch bei der Roulade. Damit euch die nachher nicht auseinanderfällt, könnt ihr das mit einem Spieß fixieren. Ganz wichtig vor dem Essen rausnehmen, sonst gibt es eine böse Überraschung. Rouladen in eine ofenfeste Form geben, Wasser dazugeben, Deckel drauf und dann geht's ab in den Ofen. Dann kommen wir zur Soße, da brauchen wir Margarine, Mehl dazugeben und dann geben wir Haferdrink nach und nach dazu. Jetzt haben wir hier eine klümpchenfreie Soße, die lassen wir einmal aufkochen und dann kommt der Senf dazu. Soße mit Salz und Zucker abschmecken. Rouladen aus dem Ofen nehmen, Schnittlauch in feine Ringe schneiden, Roulade mit Senfsoße und Schnittlauch servieren. So, ich habe die Oma mal wieder zum Essen eingeladen und die freut sich jetzt auf diese Kohlrouladen. Und ihr dürft euch auf weitere leckere Rezepte freuen. Dafür müsst ihr nur den Kanal abonnieren, ein Like da lassen und in der nächsten Woche wieder einschalten.